Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Neumondbotschaft. Ich habe es euch diesmal besonders schwer gemacht. Die Steine sind alle weiß oder beziehungsweise im weißen Spektrum. Wir haben als erstes den Bergkristall. Wir haben auch so einen Schimmer, seht ihr das? So schön bunt. Bei Nummer 2 haben wir den Selenit in Rohform. Und Peil Nummer 3 haben wir den weißen Labradorit oder ja. Der hat eigentlich auf den Bildern einen Schimmer gehabt, aber hier sehe ich keinen. Normalerweise hat er einen blauen Schimmer drin. Hier unten ist so ein ganz kleiner blauer. Ich glaube, den sieht man gerade nicht. Ja, also der weiße Labradorit. Ich packe euch wie immer die Timestamps in die Infobox, dass ihr ja, es gleich anklicken können für alle anderen, die Auswahlmeditation. Wir sehen uns gleich wieder im entsprechenden Peil. Bis gleich. Hallo, Peil Nummer 1. Ihr habt den Bergkristall gewählt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, hier sieht man noch mehr den Schimmer. Oh ja, okay. Wir gucken mal, was für euch hier... Okay, für euch, egal was ihr denkt oder was für euch gerade ein Thema ist, ihr kommt ins Gleichgewicht und die Dinge werden gut für euch. Wer das jetzt hören musste, das ist die Antwort hier für euch. Also Dinge laufen zu eurem Besten oder werden zu eurem Besten laufen. Was für mich persönlich gerade absolut eine tolle Nachricht ist, also wenn ich das jetzt so für euch höre. Ihr müsst nur aufpassen, ab und zu kann es sein, dass gewisse Menschen euch entweder das nicht gönnen oder gewisse Abhängigkeiten da so ein bisschen wieder ins Leben kommen und sagen, hallo, kennst du mich noch oder willst du mich noch oder was auch immer, da sollt ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe das Gefühl, wenn ihr die aber überwindet, Süchte, Co-Abhängigkeiten, bestimmte Menschen, die vielleicht nicht mehr in euer Leben gehören, wenn ihr das überwindet, dann kommt das Gleichgewicht. Und vielleicht solltet ihr auch Dinge für euch aufschreiben, wenn euch was bewegt, wenn euch was zu viel ist, wenn euch was aufregt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt. Auch interessant. Ihr seid auch Menschen, die definitiv vom Mond auch beeinflusst werden, ob ihr Neumond oder Vollmond habt. Das geht nicht schnurlos an euch vorbei. Und ihr sollt mehr Rücksicht auf eure Gefühle nehmen, weil dafür steht auch der Mond für die Gefühlswelt. Ja, passt auf euch auf. Denkt nicht, das ist total normal, wenn ihr euch überfordert fühlt. Nein, es ist nicht normal, sich überfordert zu fühlen. Da sind Umstände in deinem Leben, die angepasst werden müssen für dich selbst. Für dein Leben. Du kannst so nicht weitermachen, wenn dich irgendwas die ganze Zeit überfordert. Du musst die Reißleine ziehen und da ein bisschen ja, was ändern. Du bist auch ein geborener Zerstörer. Das heißt, Dinge, die nicht zu dir passen, sollen auch anders gemacht werden. Und nimm dir den Rückzug, den du brauchst. Ja, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich zurückziehen, dann zieh dich auch zurück. Und nicht jagen. Jag dem Glück nicht hinterher, jag Menschen nicht hinterher, jage nicht irgendwas hinterher. Das ist das, was ich jetzt hier für dich reinbekommen habe. Kurz und schmerzlos. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 2. Ihr habt den Selenit gewählt und wir schauen mal, was bei euch hier reinkommt. Aufräumen. Keine Angst vor Trubel haben. Keine Angst davor haben, was gerade vielleicht innerlich abgeht. Alles ist gut. Manchmal muss im Außen oder auch im Innen ein bisschen Trubel sein, damit es in der Zukunft besser werden kann. Manchmal haben wir Angst davor, dass Dinge aufgewühlt werden, weil wir nicht wissen, was es bedeutet. Nimm die Tatsache an, dass es gerade vielleicht aufwühlend ist, in dir oder auch außerhalb von dir. Es gehört zu dir. Das ist auch das Hänsel- und Gretel-Phänomen. Manchmal muss eine Katastrophe passieren, damit wieder was Gutes passiert. Und ich will jetzt nicht sagen, es muss immer eine Katastrophe passieren, aber ich will dir nur sagen, es ist keine wirkliche Katastrophe, die gerade passiert, sondern es ist etwas, was wieder dich ins Gleichgewicht bringen wird. Guck bitte, wenn du einen Kompromiss eingehst, ist es ein Kompromiss, der auch dir gut tut. Oft wollen Menschen immer, dass man einen Kompromiss eingeht, der komischerweise immer nur ihnen gut tut. Also auch da ein bisschen gucken, weil Hänsel und Gretel, ja, wenn die jetzt gewusst hätten, oh, wir werden hier ausgesetzt, wären wir einen Kompromiss eingegangen. Es wäre wahrscheinlich auch nicht lange gut gegangen, weil irgendwann hätte diese Stiefmutter sie auch loswerden wollen. Also schau mal ein bisschen, ob dieser Kompromiss auch gut für dich ist. Viertes Haus, also auch jemand, der mit deinem Zuhause zu tun hat. Es kann dein Zuhause sein, es kann ein Umzug sein. Es kann aber auch bedeuten, dass du
Ja, mit dir innerlich kämpfst und deine Gefühlswelt. Kannst du zu dir stehen, kannst du nicht zu dir stehen, rennst du vor dir weg, wovor hast du Angst? Du wirst ankommen, wenn das deine große Frage war. Du wirst ankommen, wo auch immer das ist. Und du bist nicht von hier, deswegen wirst du dich immer ein bisschen fremd fühlen. Du wirst in dieser Welt immer ein bisschen anders sein. Dich immer mal ein bisschen nicht abgeholt fühlen, aber das gehört dazu. Ja. Deswegen das Verlassensein gehört zu deinem Leben dazu, dieses Gefühl. Lerne es zu respektieren, lerne es anzunehmen, lerne es nicht abzulehnen. Nur dann kommst du in dieser Welt auch zurecht und klar. Ja, verabschiede dich von allem, was nicht zu dir gehört, auch menschentechnisch. Und pass auf, dass dich Menschen nicht heimsuchen, weil ganz oft ist es so, sobald man sich entfernt und sein eigenes Ding macht, kommen sie alle nur so aus ihren Löchern gekrochen. Also pass da ein bisschen auf, dass die Menschen, die vor allen Dingen auch falsche Kompromisse von dir wollen, ja, dich die ganze Zeit nicht behelligen und klare Grenzen setzen und sagen, und tschüss, ich will das nicht, ich möchte das nicht. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn du in dir ruhst, kriegst du das auch hin, weil der Besen steht definitiv auch dafür auszusortieren, klar Schiff zu machen, zu säubern. Und säubern bedeutet nicht immer das, was wir denken, sondern es bedeutet einfach energetisch auch sich frei zu machen von allen Verpflichtungen, die man nicht mehr machen möchte. Manchmal fühlt man sich auch für Dinge verpflichtet, für die man gar nichts kann, die eigentlich gar nicht zu einem gehören, aber man hat irgendwann Ja dazu gesagt und dann läuft man sein ganzes Leben lang da lang. Deswegen, ja. Das ist jetzt das, was ich hier reinbekomme. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Hallo, Paar Nummer 3. Ihr habt den weißen Labradorit gewählt und wir schauen mal. Okay, ihr wächst über euch hinaus. Ihr fühlt euch immer mal wieder klein, vom Leben überrannt. Alles ist zu groß, alles ist zu weit. Selbst wenn du an. Ich nehme jetzt nur, du bist in der Ausbildung. Nicht, dass ihr das jetzt seid, aber manchmal ist man ja auch in einer seelischen Ausbildung. Man fühlt sich überfordert vom Leben, man weiß nicht, wo man hin soll. Und dann ist alles viel zu groß, viel zu mächtig. Hier sollst du lernen, umzudenken, keine Angst vor dem Leben zu haben, keine Angst vor den Herausforderungen zu haben. Du wirst diese Herausforderungen meistern. Du wirst diese Herausforderungen angehen können. Ja, du bist manchmal dabei, Dinge zu verkomplizieren. Es gibt doch Menschen, die Dinge verkomplizieren. Lass sie nicht verkomplizieren. In deinem Kopf bitte nicht alles verkomplizieren. Wir neigen manchmal dazu, wirklich zu viel nachzudenken. Lenk dich ein bisschen ab von den Themen, die dich gerade sehr, sehr heimsuchen oder wo du vielleicht sehr viel Stress hast. Lass dich bitte nicht von diesen Gedanken einengen, weil ganz oft ist es so, wenn man was nicht lösen kann, wiederholt man, wiederholt man, wiederholt man. Aber das heißt noch lange nicht, dass man deswegen auch es lösen kann. Du bist gerade nur in einer Phase, was auch immer das für dich bedeutet. Du wirst gefunden und du wirst die Dinge auch finden, die du brauchst. Und das kommt auch bald. Es ist nichts, was ewig dauert. Ja, und du wirst deine Harmonie finden, falls du nach der gerade suchst. Du wirst deine Antworten finden, du wirst deine Harmonie finden. Ja, und du vollziehst gerade einen Wandel. Du bist auch in einer Phase, die gerade Wandel bringen soll. Aber du bekommst auch deinen Wandel. Und die Dinge werden für dich gelingen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, raus aus dem Kopf. Bitte nicht mehr so viel denken, bitte nicht mehr so viel grübeln, bitte nicht mehr so viel, ja, sich selber auch Vorwürfe machen. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist nämlich das, wo es in Zukunft für dich hingeht. Also ein bisschen aufpassen, dass du nicht dir zu viel Stress machst. Und ich weiß, raus aus dem Kopf ist nicht immer einfach, aber das ist momentan das Wichtigste für dich. Okay, meine Lieben, das war es jetzt dazu. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.